Der Weg zur finanziellen Freiheit von Bodo Schäfer. Erinnerst du dich an die Zeilen der Leipziger Gesangskapelle Die Prinzen aus dem Jahr 1991? Ich wäre so gerne Millionär, dann wäre mein Konto niemals leer. Dieser Traum, ein Wunsch, der viele Menschen vereint, ist nach wie vor lebendig und real. Im 21. Jahrhundert bleibt finanzielle Freiheit für die meisten von uns ein erstrebenswertes Ziel. Die Kluft zwischen den Wohlhabenden und denjenigen, die nur schwer über die Runden kommen oder gar mit Armut und Überschuldung kämpfen, wird immer größer. Das Buch »Der Weg zur finanziellen Freiheit« von Bodo Schäfer, das inzwischen millionenfach verkauft wurde, enthüllt, wie jeder von uns den Weg zum Wohlstand finden kann. In den kommenden Abschnitten dieser Buchzusammenfassung erfährst du, wie auch du dich mit Hilfe der richtigen Einstellung zum Sparen und klugen Investieren aus dieser finanziellen Tretmühle befreien kannst. Und wenn du beharrlich an deinen Zielen festhältst, ist es sogar möglich, innerhalb von nur 7 Jahren deine erste Million anzuhäufen. Während du diese Zusammenfassung durchgehst, wirst du außerdem Folgendes lernen: Warum sparsames Haushalten der Schlüssel zu deinem Erfolg ist. Warum es ratsam ist, 25.000 Euro zur Seite zu legen. Und wie du realistisch in kurzer Zeit erhebliche Einnahmen erzielen kannst. Deine Reise zu finanzieller Freiheit beginnt jetzt. Lass uns zusammen eintauchen und den Weg erkunden, der dich zu einem Leben voller Wohlstand und finanzieller Sicherheit führen kann. Kernaussage 1: Hol dir mit der richtigen Einstellung zu Geld und Verantwortung die Kontrolle über dein Leben zurück. Beginnen wir mit einer persönlichen Bestandsaufnahme. Wie steht es um deine finanzielle Situation? Hast du bereits ein komfortables Sicherheitspolster angespart? Bewegst du dich knapp über der Nulllinie oder befindest du dich sogar regelmäßig am Monatsende im Minus? Ganz gleich, wo du dich gerade befindest, es ist wahrscheinlich, dass auch du nach finanzieller Freiheit strebst. Der Weg zum Wohlstand, vielleicht sogar zur ersten Million, ist sicherlich kein Spaziergang, aber er ist definitiv gangbar. Der erste entscheidende Schritt auf dieser Reise besteht darin, deine Einstellung zum Geld zu überdenken. Vielleicht ist es so, dass du weniger Geld zur Verfügung hast, als du dir wünschst. Dies kann teilweise auf deine eigene Einstellung zurückzuführen sein. Viele Menschen sehnen sich nach Reichtum, sind aber gleichzeitig von der Überzeugung geprägt, dass Geld den Charakter verdirbt. Wenn du dich von der Masse abheben und aus dem Schuldensumpf herauskommen möchtest, ist es unerlässlich, diese Einstellung zu überprüfen. Nimm dir einen Moment, um aufzuschreiben, was du wirklich über Geld und Wohlstand denkst. Wahrscheinlich wirst du feststellen, dass eine Bandbreite von Vorstellungen und Überzeugungen in dir schlummert, von Geld korrumpiert und macht gierig, bis hin zu Geld ist schmutzig. Das ist ganz normal. Wichtig ist jedoch, dass du dich fragst, woher diese Bilder und Überzeugungen stammen. Möchtest du wirklich zulassen, dass die Klischees und Meinungen anderer Menschen deine eigenen Werte beeinflussen? Fang an, Geld als eine Notwendigkeit zu betrachten, als ein Werkzeug, das dir Zugang zu großen Chancen und Türen eröffnet. Du musst nicht sofort in skrupellose Spekulation verfallen, aber lass nicht zu, dass dir der Weg zum Wohlstand unnötig verbaut wird. Nimm selbst die Verantwortung für deine Entscheidungen in die Hand. Wenn du anderen Menschen oder den Umständen die Schuld für deine gegenwärtige Situation zuschreibst, überlässt du gleichzeitig die Kontrolle. Es mag Situationen geben, in denen du keinen Einfluss hast, wie beispielsweise die plötzliche Krankheit deines Partners, eine unerwartete Kündigung aufgrund drastischer Sparmaßnahmen oder gar ein verheerender Hausbrand. Aber du kannst dennoch selbst entscheiden, wie du mit schwierigen Situationen umgehst. Es ist menschlich, dass dich Schicksalsschläge aus der Bahn werfen können. Doch wenn du bei privaten oder finanziellen Problemen den Kopf in den Sand steckst, wirst du nie den Weg zur Million finden. Erfolgreiche Menschen betrachten Rückschläge und Herausforderungen als Gelegenheit, an denen sie wachsen und sich weiterentwickeln können. Kernaussage 2: Fang noch heute an, dir durch diszipliniertes Sparen eine Reserve aufzubauen. Hast du heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit 3 Euro für einen Kaffee ausgegeben? Oder dich endlich dazu entschieden, einen Flachbildfernseher zu kaufen? Solche Ausgaben mögen dich momentan glücklich machen, aber langfristig könnten sie dir den Weg zur Million versperren. Der Mensch hat die Tendenz, den Spatz in der Hand zu bevorzugen. Kurzfristige Freuden werden lieber genossen, anstatt auf langfristigen Erfolg zu warten. Stell dir vor, du hättest die Wahl zwischen 2.000 Euro sofort oder 4.000 Euro in einem Jahr. Viele würden wahrscheinlich die erstgenannte Option wählen, obwohl sie wissen, dass sie langfristig mehr erhalten würden, wenn sie warten.
Eine Geschichte aus dem alten Babylon veranschaulicht dieses menschliche Verhalten eindrucksvoll. Dort gewährte man jedem einen Kredit, weil man nicht nur sein Vermögen, sondern sein gesamtes Leben als Sicherheit einsetzte. Wer seine Schulden nicht beglich, wurde zum Sklaven und musste an der gigantischen Stadtmauer arbeiten, wo er körperlich bestraft wurde und im Durchschnitt nicht länger als 3 Jahre überlebte. Obwohl die Menschen täglich Zeuge davon wurden, wie erschöpfte Sklaven von der Mauer fielen, blieben sie in der Schlange für Kredite stehen. Der Reiz, sich kurzlebiges Glück zu gönnen, war einfach zu stark. Das Geheimnis des Erfolgs von selbstgemachten, wohlhabenden Menschen liegt in ihrem langen Atem. Sie wissen, dass wahrer Erfolg nicht durch schnelle Gewinne entsteht, sondern schrittweise wächst und viel Zeit und Arbeit erfordert. Sie denken in langfristigen Dimensionen. Du kannst das auch. Verzichte gelegentlich auf kleine Vergnügen und lege Geld beiseite, so viel wie du kannst. Idealerweise baust du dir eine Reserve von 25.000 Euro auf, die du nur im Notfall antastest. Das gibt dir die Sicherheit, dass selbst in den härtesten Zeiten ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch stehen. Du wirst wahrscheinlich sogar motiviert sein, diese Reserve weiter auszubauen. Vielleicht denkst du, dass du momentan kein Geld zum Sparen hast. Aber du kannst klein anfangen. Du könntest beispielsweise deine Selbstdisziplin stärken, indem du einen 500-Euro-Schein bei dir trägst, den du niemals ausgibst. Kernaussage 3. Baue deine Schulden ab und erlange die Kontrolle über deine Finanzen zurück. Hast du jemals darüber nachgedacht, dir den Traum vom eigenen Auto mit einem Bankkredit zu erfüllen? Oder zahlst du bereits monatlich Schulden ab? Wenn ja, kennst du wahrscheinlich den Druck, den Gläubiger auf dich ausüben können, besonders wenn du eine deiner Raten nicht bezahlen kannst. Schulden sind manchmal unvermeidlich, aber auf lange Sicht können sie dich erdrücken und deine Freiheit rauben. Die nächste Regel auf deinem Weg zur Million lautet daher: Bemühe dich, deine Schulden so schnell wie möglich abzubauen, ohne dich dabei zu überfordern. Bodo Schäfer weiß, wovon er spricht. Er selbst war einst tief verschuldet und entschloss sich, radikal und diszipliniert aus dieser Misere herauszukommen. Er verwendete 50% seines verfügbaren Geldes, um seine Schulden abzubezahlen, während die andere Hälfte dazu diente, ein finanzielles Sicherheitspolster aufzubauen. Sein Leben wurde fast asketisch. Er lebte von nur 5 D-Mark am Tag, vermied nahezu jede andere Ausgabe und bat seine Kreditgeber sogar um eine 3-monatige Stundung der Ratenzahlung. Nur wenige Monate später hatte er bereits mehrere tausend Mark gespart, mit denen er seine Schulden auf einen Schlag tilgen konnte. Das Problem bei Schulden ist, dass sie ständig deine Gedanken belasten. Wenn du dich nicht rechtzeitig um ihre Rückzahlung kümmerst, wirken sich finanzielle Sorgen auf alle Bereiche deines Lebens aus. Wenn du beispielsweise aufgrund von Schulden weder in den Urlaub fahren noch ins Kino gehen kannst, wird der Stress unweigerlich auf deine Familie und Freunde übertragen. Auf der anderen Seite kann eine finanzielle Krise auch einen wertvollen Neuanfang darstellen. Wer sich einmal aus einem Berg von Schulden befreit hat, gerät selten erneut in finanzielle Schwierigkeiten. Wenn du bis hierhin Disziplin bewiesen hast, kannst du diese hochwirksame Eigenschaft für alle weiteren Ziele einsetzen. Setze dir ab sofort hohe Ziele. Sei es eine Weltreise in 2 Jahren, der Kauf deines eigenen Hauses oder deiner eigenen Wohnung. Du weißt, dass du bereits einmal aus einer schwierigen Lage herausgekommen bist. Und du weißt, wie man systematisch Geld beiseite legt. Es ist höchste Zeit, mehr daraus zu machen. Du fragst dich, woher du das Geld nehmen sollst, das du beiseite legen kannst. Diese Frage wird in den folgenden Abschnitten behandelt. Kernaussage 4. Steigere dein Einkommen, indem du dich unentbehrlich machst. Hast du jemals in einem größeren Unternehmen oder in einem Team gearbeitet? Dann kennst du vielleicht diese besondere Sorte von Mitarbeitern, die für das Unternehmen schlichtweg unentbehrlich sind. Natürlich spielt jeder eine wichtige Rolle, aber wenn es brenzlig wird, wenden sich alle an diese Spezialisten. Wenn du wirklich daran interessiert bist, dein Einkommen zu steigern, dann ist es an der Zeit, einer dieser unverzichtbaren Experten oder die zentrale Ansprechperson auf deinem Gebiet zu werden. Viele Arbeitnehmer versuchen, zwischen den Pausen möglichst wenig zu tun, um ihren Stundenlohn zu rechtfertigen. Hier ist der Ratschlag. Tu genau das Gegenteil. Setze von dir aus einen Zahn zu und arbeite hart, um dir deine Gehaltserhöhung zu verdienen. Du wirst unentbehrlich, indem du aktiv in deine Weiterbildung investierst und zusätzliche Verantwortung übernimmst.
oder indem du effizienter arbeitest und in deinen 7 Arbeitsstunden am Tag genauso viel erreichst wie andere in 10 Stunden. Zeig Engagement und setze dich selbstständig für deine Weiterentwicklung ein, um in einem bestimmten Bereich des Unternehmens zum Experten zu werden. Stell dir vor, du verwendest deine Abende darauf, Fachliteratur zu studieren, anstatt Netflix zu schauen. Innerhalb eines Jahres könntest du zum Experten in deinem Bereich werden und dich von der Masse abheben. Die meisten kennen vielleicht die neuesten TV-Serien und Sportergebnisse, aber haben keine Ahnung von den Technologien und Methoden, die das Unternehmen voranbringen können. Das gilt ebenso für Selbstständige. Oft neigen sie dazu, in guten Zeiten mehr Geld für private Freuden auszugeben. Aber es ist entscheidend, strikt zwischen privaten und geschäftlichen Finanzen zu unterscheiden. Egal, ob du einen Ein-Personen-Betrieb führst oder ein größeres Unternehmen leitest, arbeite kontinuierlich am Wachstum deines Unternehmens und deines Betriebsvermögens. Der erste Schritt besteht darin, dir selbst ein festes Gehalt zu zahlen, als wärst du dein eigener Arbeitgeber. Während du dein eigenes Gehalt privat sparen und investieren solltest, solltest du als Unternehmer Kredite aufnehmen, um in das Wachstum deines Unternehmens zu investieren. Wenn du über Jahre hinweg konsequent wächst, wirst du irgendwann genügend Umsatz generieren, um deine Kredite zu bedienen und trotzdem eine komfortable Gewinnmarge zu erzielen. Sobald die Einnahmen sprudeln, ist es entscheidend, sie klug anzulegen. Kernaussage 5: Wer falsch spart, wird arm, wer richtig spart, wird reich. Natürlich hat die Finanzkrise das Vertrauen der Menschen in das Bankensystem erschüttert. Manch einer versteckt sein Bargeld lieber zu Hause unter der Matratze, anstatt es den Börsenexperten zu überlassen, die am Ende vielleicht mit deinem hart verdienten Geld spekulieren. Doch wer sich den Chancen der Finanzwelt aufgrund solcher Pauschalisierungen verschließt, wird leider nicht reich. Tatsächlich kannst du dich regelrecht arm sparen, wenn du die grundlegenden Mechanismen der Geldwirtschaft ignorierst. Geld ist nicht gleich Geld. Sein Wert unterliegt den Schwankungen der Inflationsrate einer Währung. Die Inflationsrate des Euros muss beispielsweise nur 2% betragen. Und schon verlieren deine Ersparnisse nach einem Jahr erheblich an Wert, egal ob du sie unter dem Kopfkissen verstaust oder auf einem Bankkonto mit niedrigem Zinssatz parkst. Die meisten wohlhabenden Menschen wissen das natürlich und legen ihr Geld so an, dass es sich durch renditestarke Zinssätze von selbst vermehrt. Hier sind Geduld und Weitsicht gefragt, da nicht alle Anlagen von Anfang an hohe Gewinne abwerfen. Aber wenn du deine Investitionen langfristig diversifizierst, werden solide Gewinne langfristig erzielt. Also denke an die Zukunft. Gib nicht auf, wenn du nicht sofort in wenigen Wochen Gewinne siehst. Gute, nachhaltige Investitionen lohnen sich erst nach einigen Jahren, aber dann richtig. Beginne noch heute, eine solide Basis für deine Investitionen aufzubauen. Richte ein Sparkonto ein und zahle im ersten Monat nur 10 Cent ein. Wenn du diesen Betrag jeden Monat verdoppelst, wirst du bereits nach 18 Monaten stolze 13.107,15 Euro angespart haben, von denen du 10.000 Euro investieren kannst. Diese Strategie hat viele Vorteile. Die schrittweise Steigerung deiner Einzahlungen motiviert dich dazu, kreativ nach neuen Einkommensquellen zu suchen. Gleichzeitig macht es Spaß zu beobachten, wie dein Vermögen langsam, aber stetig wächst. Investiere dann deine 10.000 Euro in renditestarke Aktien. Bei einer Verzinsung von beispielsweise 12% werden aus deinen 10.000 Euro innerhalb von nur 20 Jahren fast 100.000 Euro. Ja, du hast richtig gelesen, fast 100.000 Euro. Anders ausgedrückt, hör auf, für dein Geld zu arbeiten. Lass dein Geld für dich arbeiten. In den nächsten Abschnitten werde ich im Detail erklären, wie das funktioniert, besonders in einem von Investitionsskepsis geprägten Land wie Deutschland. Kernaussage 6: Verstehe und streue deine Investitionen und du wirst sicher und erfolgreich investieren. Es wird oft gesagt, dass in Zeiten unsicherer Wechselkurse die Investition in das eigene Zuhause die beste Anlagestrategie ist. Aber wer sein Haus oder seine Wohnung mit wenig Startkapital kauft und jahrzehntelang Kredite abbezahlt, kann unterschiedliche Erfahrungen machen. Es ist daher wichtig, die Unterschiede zwischen verschiedenen Investitionsformen zu verstehen. Investitionen sind Anlagen, die Einkommen generieren. Das bedeutet, dass du als Investor bereits beim Kauf Erträge erzielst, nicht erst beim Verkauf deiner Wertpapiere. Spekulationen hingegen sind wie Wetten. Du gehst ein hohes Risiko ein und kannst am Ende viel gewinnen, aber auch viel verlieren. Verbindlichkeiten sind Zahlungen, die du anderen schuldest. Sie ziehen regelmäßig Geld aus deiner Tasche.
Ein Eigenheim an sich ist keine schlechte Idee, um eines Tages keine Verbindlichkeiten mehr zu haben. Wenn du jedoch zu früh kaufst, verbringst du Jahre damit, die Raten und Zinsen zurückzuzahlen. Du bist erst nach der letzten Rate Eigentümer deiner Immobilie und konntest in dieser Zeit kein Vermögen aufbauen. Am besten ist es, deine Investitionen auf verschiedene Anlageformen zu streuen, um nicht dein gesamtes Vermögen zu verlieren, wenn eine Anlage abstürzt. Geldanlagen zum Beispiel bringen zwar nur geringe, aber regelmäßige Dividenden. Sie steigern dein Vermögen nur langsam, sollten jedoch aus Sicherheitsgründen unbedingt Teil deines Portfolios sein. Investiere einen weiteren Teil deines Geldes in Sachwerte wie renditegenerierende Immobilien. Wie bereits erwähnt, verliert Geld langfristig an Wert durch Inflation, während reale Objekte und Sachwerte im Laufe der Zeit voraussichtlich an Wert gewinnen. Der schnellste Weg, deinen Reichtum zu steigern, ist durch Spekulation. Hier können riesige Gewinne erzielt werden, aber es ist ein riskantes Spiel, besonders für Anfänger. Es ist ratsam, sich von einem Experten beraten zu lassen und erst mit einem gewissen Kapitalpolster in dieses riskante Geschäft einzusteigen. Grundlegend gilt beim Investieren: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Hol dir professionelle Hilfe, werde selbst zum Experten, diversifiziere dein Geld in verschiedene Projekte und wage etwas. Dein Mut zahlt sich langfristig aus. Kernaussage 7. Halte dich an andere erfolgreiche Menschen und gib einen Teil deines Wohlstands an Bedürftige ab. Lassen Sie uns zum Abschluss einen Blick in Ihre Zukunft werfen. Wo möchten Sie in 7 Jahren in Ihrem Leben stehen? Welche Art von Beziehung streben Sie an? Welchen Lebensstandard wünschen Sie sich für Ihre Familie? Nachdem Sie diese Ziele definiert haben, sollten Sie darüber nachdenken, wer Ihnen dabei helfen kann, diese Ziele zu erreichen. Wir lernen von klein auf am besten durch Nachahmung. Wenn Sie reich werden möchten, dann umgeben Sie sich mit Menschen, die bereits reich sind. Ein Mentor, dem Sie nacheifern können, kann Ihnen die gesammelte Erfahrung vermitteln, die er über viele Jahre hinweg gesammelt hat. Aber wie finden Sie einen solchen Mentor? Am besten suchen Sie selbst einen Coach und überzeugen ihn, Sie zu betreuen. Das erfordert Ausdauer und Motivation. Fragen Sie zum Beispiel eine finanziell unabhängige und erfolgreiche Person, die Sie bereits kennen, ob sie bereit ist, Sie zu coachen. Oder besuchen Sie entsprechende Seminare und sprechen Sie die Coaches vor Ort persönlich an. Erklären Sie, warum Sie von ihnen lernen möchten. Und es wird sich jemand finden, der Sie unter seine Fittiche nimmt. Bauen Sie zusätzlich ein Netzwerk von Experten auf, die Sie in jeder Phase Ihres Vermögensaufbaus unterstützen können. Sie müssen sich nicht mit allen Aspekten der Finanz- und Unternehmenswelt auskennen. Sie sollten nur für jeden Bereich einen Profi an Ihrer Seite haben, an den Sie sich jederzeit wenden können. Nehmen Sie sich zum Beispiel vor, jeden Monat jemanden kennenzulernen, der erfolgreicher ist als Sie, und erweitern Sie so nach und nach Ihr Netzwerk professioneller Kontakte. Viele vermögende Menschen haben frühzeitig damit begonnen, einen Teil ihres Geldes an Bedürftige zu spenden, selbst wenn sie selbst noch nicht viel davon hatten. Warum? Das Spenden als erfolgreicher Mensch ist einfach. Wenn Sie jedoch mitten im Vermögensaufbau einen Teil Ihres Geldes spenden, zeigt das großes Vertrauen in Ihre eigenen Fähigkeiten. 10% Ihres Einkommens können für andere Menschen einen erheblichen Unterschied machen. Diese Erkenntnis erdet Sie. Sie erinnert Sie daran, dass Sie nicht nur für sich alleine leben, sondern in einer ungleichen und ungerechten Gesellschaft. Das motiviert Sie, auch in Zukunft genug Geld zu haben, um hier und da etwas Gutes zu tun. Zusammenfassung zum Buch Der Weg zur finanziellen Freiheit von Bodo Schäfer. Viele Menschen leiden unter Schulden und neigen dazu, andere für ihr unglückliches Leben verantwortlich zu machen. Doch das muss nicht sein. Jeder kann sich aus der Schuldenfalle befreien und sogar reich werden, wenn er die Verantwortung für sein Handeln übernimmt und die Kontrolle über seine Finanzen zurückerlangt. Dies erfordert Disziplin, Geduld und Voraussicht, aber nicht mehr. Konkrete Schritte, die du unternehmen kannst. Erstens. Führe ein Erfolgstagebuch. Halte deine Erfolge, sowohl kleine als auch große, in einem Journal fest. Dies hilft dir, Selbstvertrauen und Zuversicht aufzubauen, indem du dir bewusst machst, was du bereits erreicht hast. Zweitens. Verfolge deine Träume. Um glücklich und erfolgreich zu werden, musst du zunächst wissen, was du erreichen möchtest. Formuliere klare Ziele und erinnere dich täglich daran, wie sie sich auf deine alltäglichen Entscheidungen auswirken. Drittens, beginne heute zu sparen.
Um finanziellen Wohlstand aufzubauen, ist Sparen unerlässlich. Lege ein Sparbuch an und beginne mit kleinen Beträgen, die du regelmäßig erhöhst, wie im zuvor genannten Prinzip beschrieben. Dies ermöglicht es dir, im Laufe der Zeit beträchtliche Ersparnisse anzuhäufen. Die Grundlagen für finanzielle Freiheit und Wohlstand liegen in der eigenen Verantwortung und in der Fähigkeit, kluge finanzielle Entscheidungen zu treffen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!